Das Wechseln von Zugkugelkupplungen, Auflaufdämpfern oder Zugstangen gehört zu den Grundlagen der Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten. Bei einem Austausch des Auflaufdämpfers und der Zugkugelkupplung wird zuerst der Faltenbalg nach hinten geschoben, dann die Verschraubung gelöst und danach die Kupplung abgenommen. Nun die hintere Verschraubung des Dämpfers am Gehäuse lösen und den alten Auflaufdämpfer aus der Zugstange herausziehen. Als nächstes den neuen Auflaufdämpfer mit dem Druckkörper voran in die Zugstange einführen, bis das hintere Auflaufdämpferauge mit dem Langloch der Zugstange und der Bohrung im Gehäuse deckungsgleich ist. Dann verschrauben und festziehen. Bei der Montage der Kugelkupplungen ist es sinnvoll, mit einem Schraubendreher oder Dorn die hintere Bohrung in der Zugstange mit der Buchse im Auflaufdämpfer deckungsgleich zu bringen und mit einem Bolzen in Position zu halten. Dann die Kugelkupplung aufsetzen und den hinteren Bolzen von oben gegen den zweiten Bolzen einschlagen. Danach werden die vorderen Schrauben eingesetzt, die neuen Sicherungsmuttern aufgeschraubt und festgezogen. Die Kupplung ist nun montiert. Als letztes den Faltenbalg über die Verschraubung ziehen. Um einen sicheren und einwandfreien Betrieb zu gewährleisten, sollten grundsätzlich nur Original-BPW-Ersatzteile verwendet werden.